Vetter ist Dienstleister in der Pharma- und Biotech-Branche. Mit über 5000 Mitarbeitern auf 3 Kontinenten ist Vetter weiter auf Wachstumskurs. In diesem Zusammenhang haben wir ein neues Verwaltungsgebäude für 1000 Mitarbeiter gebaut. Durch das neue Gebäude hatten wir spezielle Anforderungen an die Medientechnik. Unsere Konferenzräume sollten mit Audio und Video ausgestattet werden, sowie auch das Foyer mit einer Medienwand. Durch die besonderen Gegebenheiten des Gebäudes haben wir dadurch einen Fachplaner beauftragt, der uns bei der Planung und Umsetzung behilflich war. Der Einsatz einer LED-Videowand hier im Boardroom von Vetter Pharma ist absolut prädestiniert. Wir haben hier einen sehr hellen Raum durch die komplett verglaste Fensterfront und dank der hohen Helligkeit der LED können wir so ein Abdunkeln des Raums vermeiden und dadurch auch ein Ermüden der Teilnehmer verhindern. Die LED-Wand hat einen Pixelabstand von 1,5 mm. Das erlaubt uns einen optimalen Betrachtungsabstand, egal ob von der ersten Reihe oder von der letzten Sitzreihe. Ein großer Vorteil der LED-Wand ist eine komplett spaltenfreie Bilddarstellung. Hier sind keine störenden schwarze Stege im Bild erkennbar. Durch den modularen Aufbau lässt sich eine LED-Wand in komplett beliebige Größen und beliebige Formate erstellen. Durch eine passive Kühlung haben wir keinerlei Geräuschpegel im Raum und somit werden die Konferenzen nicht gestört. Dank der LED-Technologie konnten wir einen nahezu wartungsfreien Raum gestalten. Zum einen liegt das an der stabilen Farbwiedergabe über mehrere Jahre und an der Lebensdauer von 100.000 Stunden der LEDs. Hier bei Vetter fiel die Wahl auf die Bose EdgeMax Lautsprechersysteme, weil Aufbaulautsprecher in der Regel bei bildbezogener Beschallung natürlich den besseren Richtungsbezug herstellen, aber architektonisch eben auch relevant sind. Und bei der Verwendung von Deckenlautsprechern wegen der besseren architektonischen Verträglichkeit haben wir eben die Situation, dass der Richtungsbezug verloren geht und die Beschallung von oben auch eher ermüdend wirkt bei längeren Meetings und man in der Regel auch mehr Lautsprechersysteme benötigt, um alle Zuhörer und Zuschauer ideal zu beschallen. Der Bose EdgeMax hingegen ist ein Lautsprecher, der integriert in die Decke sich verhält wie ein Aufbaulautsprecher, weil er mit seiner Face-Guide-Technologie und der Abstrahlung von 75 Grad eben den Richtungsbezug herstellen kann und damit ermüdungsfrei über längere Distanzen bei Meetings eingesetzt werden kann und aufgrund seiner Performance den Bild- und Richtungsbezug für Audio zusammenfasst und zusammenhält. Und so ist, glaube ich, bei Vetter hier eine sehr gute Lösung entstanden. Hiermit haben wir die perfekte Lösung für Vetter gefunden. Auch die Bewerbungsprobe wurde zur Bravour bestanden. Eine Managementsitzung über 8,5 Stunden mit über 12 Teilnehmern, komplett auf dem Globus verteilt, hat perfekt funktioniert.